kroatische Adria gehört zu den noch wenig entdeckten Küstenlandschaften Europas. Rund 1200 Inseln zählt das Gebiet. Nur 67 davon sind bewohnt. Split bildet das Zentrum Mitteldalmatiens. Die vorgelagerte Inselwelt ist ein Dorado für Segelfreunde und birgt neue und alte Geheimnisse. Vor morgens. Milan Bliwicz steuert seinen neuen Arbeitsplatz an. Den Leuchtturm Stončica auf der Insel Vis. 5 Jahre lang habe ich mich für diesen Job beworben. Immer wieder habe ich angefragt. Nun ist mein Traum endlich wahr geworden. Es ist so schön hier. Ich liebe es. Seit 1865 schickt der Leuchtturm Stončica sein Licht über das Meer. Insgesamt 17 der kroatischen Leuchttürme sind noch bemannt. An die 188 Stufen hoch zum Laternenhaus wird Milan sich noch gewöhnen müssen. Zu seinen Aufgaben gehört das Leuchtfeuer alle 6 Stunden zu kontrollieren, obwohl die Anlage vollautomatisch und ferngesteuert läuft. Tagelang sieht Milan keine Menschenseele. Ich liebe die Einsamkeit. Ich weiß nicht genau warum. Irgendwie bietet es mir eine innere Befriedigung. Es gibt immer etwas Interessantes zu tun. Genau so wollte ich es. Wenig Menschen um mich herum. Es gibt nur die Natur, den Leuchtturm und mich. Vis ist zwar bewohnt, doch der Leuchtturm steht auf einer Landzunge, die nur vom Meer oder über einen Wanderpfad erreichbar ist. Guten Morgen, hier spricht Stončica. Guten Morgen. Nordost, Meer 15 cm, Sicht 30 km und 2/8 Bewölkung. Milans einziger Kontakt zur Außenwelt, die Funkkonferenz. Alle Leuchtturmwärter der kroatischen Adria melden sich täglich bei der Zentrale in Split. Wir tragen Verantwortung. Vor allem, wenn es ungemütlich wird auf dem Meer, dann sind wir da, um den Schiffen zu helfen. Darauf bin ich stolz. Milan ist auf sich gestellt. Zu essen gibt es nur, was er mitbringt oder fischt. Kochen erinnert ihn an zu Hause. Auch dort steht er jeden Abend für seine Frau und die 2 kleinen Söhne am Herd. Manchmal vermisse ich sie. Nein, eigentlich immer. Jedes Mal, wenn wir telefonieren, heißt es: Papa, wann kommst du? Einen Monat bin ich hier, den anderen zu Hause. Da holt man alles nach, das tröstet. Ich vermisse sie wirklich sehr, aber wie muss es erst den Matrosen gehen, die 7, 8 Monate auf See sind? Dagegen ist das ja nichts. Dalmatiens heimliche Hauptstadt ist Split. Die Ursprünge gehen ins 3. Jahrhundert zurück, als der römische Kaiser Diokletian hier seinen Palast errichtete. In Split und in der Region ist ein polyphoner Gesang zu Hause, den man Klapper nennt. Klapper bedeutet Gruppe. Da, 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 da. So, du, so, da,
Die Ursprünge liegen im liturgischen Kirchengesang. Traditionell singen daher nur Männer. Adela Soric und ihre Freundinnen haben sich zu einer Frauenklapper zusammengetan. Ähnlich wie A Cappella bedarf Klappergesang häufiger Übung. 6-mal pro Woche treffen sich die Frauen. Jede Sängerin verfügt über eine andere Stimmhöhe. Die Kunst besteht darin, die Einzelstimmen zu einem geschlossenen Ganzen zusammenzufügen. Klammert euch nicht so an die Noten. Alle Sängerinnen sind Amateure. Als Maestro haben sie einen Mann erkoren. Musikprofessor Jasminko Shetka, ein strenger Lehrer. Zweimal schon hat er seine Sängerinnen auf Klapperfestivals auf den ersten Platz gebracht. Kein E, sondern Ä. Du willst nicht beißen, du sollst den Mund aufmachen. Gewöhnungsbedürftig. Also mit 9 Frauen zusammenzuarbeiten, vor allem an Tagen, an denen sie vielleicht ein bisschen nervig sind und auch so singen, da muss man schon sehr verrückt sein. Ab und zu fühle ich mich so. Adela singt seit 20 Jahren Klapper. Am Anfang in gemischten Gruppen. Die Proben nehmen ihre gesamte Freizeit in Anspruch. Es bedeutet mir viel mehr als nur ein Frauenchor. Es bedeutet Freundschaft, Verbundenheit, Liebe zu den Liedern. Wenn du hier in den Raum kommst, lässt du alles hinter dir und eine Magie entsteht. Ich frische meinen Geist hier auf. Diese Lieder verbinden. Wenn die Musik stimmt, stimmt auch der Rest. Der Unterschied zwischen Frauen- und Männerklapper ist groß. Frauen sind viel gefühlvoller als Männer und bringen die Emotionen in den Liedern besser rüber, auch wenn immer noch den Männern die meiste Aufmerksamkeit zuteil wird. Aber nach meiner Meinung sind Frauen als Künstler und Sänger einfach besser. Klappertexte handeln häufig von der Liebe, dem Wein, der schönen Küste und dem Meer. Die Kroaten sagen, dass sich in jedem einzelnen Lied die Seele ganz Dalmatien spiegelt. Split ist der wichtigste Verkehrsknotenpunkt der Region. Von hier starten Fährverbindungen in das mitteldalmatinische Inselreich. Fotograf Ivo Pervan hat schon die halbe Welt bereist. Zu Hause fährt er am liebsten mit seinem Hund Pippo zwischen den Inseln umher. Jedes Land hat seinen eigenen Charakter. An Kroatien ist das Besondere,
dass man auf so engem Raum unglaublich viele Orte von vollkommen natürlicher Schönheit finden kann. Ideales Licht und schönes Wetter haben für Pervan nichts miteinander zu tun. Stimmungsvolle Bilder gelingen ihm selbst während eines Wolkenbruchs. Heute hat Pervan sich die Stadt Hvar vorgenommen. 500 Jahre venezianische Herrschaft gaben dem Zentrum sein Gesicht und verströmen bis heute italienisches Flair. Pervan ist immer auf der Suche. Fotografieren ist seine Methode, die Zeit anzuhalten. Ich liebe die Schönheit der Natur, die Schönheit der Menschen. Ich persönlich denke, dass der Fotograf in der Mitte steht, zwischen Himmel und Erde. Weil dieses Talent, das Gott oder die Natur uns Fotografen gegeben hat, es uns ermöglicht, mehr Dinge zu sehen als Menschen, die sich nicht mit der Fotografie beschäftigen. Die Kathedrale des heiligen Stefan beherrscht die Piazza, den zentralen Platz in Hvar. Seit dem 12. Jahrhundert war die Stadt das religiöse Zentrum der Inseln in der Bucht vor Split. Am Rande der Altstadt in der Benediktinerabtei eine Verabredung, um die er sich lange bemühen musste. Nicht, weil die Ordensdamen ein weltabgewandtes Leben führen. Nein, weil sie einem Kunsthandwerk nachgehen, bei dem ein Fremder eigentlich nicht zusehen darf. Pervan musste versprechen, dass auf seinen Fotos nur die Klöppelspitze erkennbar ist und die Nonne, die sie herstellt, unerkannt bleibt. Mit sanfter Beharrlichkeit hat er die Zustimmung der Oberin erreicht. Viele Bücher handeln heutzutage von den technischen Fähigkeiten der Fotografie. Aber die Chemie von Kopf, Seele und Herz des Menschen, der den Moment erkennt, das ist Fotografie. Seit Jahrhunderten wird im Kloster von Hvar die Klöppelspitze hergestellt. Und das Besondere, ihr feiner weißer Faden stammt von den Hängen über der Bucht von Hvar. Es ist reine Pflanzenfaser. Sie wird aus wildwachsenden Agaven gewonnen. Im Auftrag der Benediktinerinnen, die ihr Kloster so gut wie nie verlassen, erntet Bauer Ivica Tomčičić die Blätter der Jahrhundertpflanze. Die Agave singt das Lied des Lebens. 100 Jahre sammelt sie Wasser in Wurzeln und Blattwerk. Dann erblüht sie einen Sommer. 6 Meter wird die Blüte hoch. Dann vertrocknet die Pflanze und stirbt. Tomčičić interessiert sich nur für die längsten und für unversehrte Blätter der Pflanze. In den Blatträndern sitzen Fasern. Vorsichtig löst er sie einzeln heraus. Durch Waschen verlieren sie später ihre gelbliche Farbe und werden perfekt weiß. Einen ganzen Meter ist der hier lang. Die Fasern sind nach dem Waschen so stark und stabil, dass sie niemals reißen. Trotzdem wird die Spitze daraus weich wie Feenhaar.
An der Nordküste der Insel ist Zoran Tadic auf der Suche nach ungewöhnlichem Treibgut. Am meisten interessiert den Künstler der Abfall, den die Fischer über Bord werfen. Das ist der Schwanz eines Thunfischs. Zunächst werde ich den Knochen von allem Unrat reinigen. Außerdem hat die Haut an dieser Stelle eine ganz besondere Struktur. Die werde ich abtrennen und auf die Seite legen. Und was danach kommt, wird man schon sehen. Starigrad war lange ein wichtiger Hafen. Die Altstadt wurde in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Zoran lebte in Frankreich, Portugal und der Südsee, bevor es ihn zurückzog auf die Insel seiner Kindheit. Heute lebt er in seinem Geburtshaus in Starigrad. Als Junge las Zoran am liebsten Science Fiction. Die Geschichten sind die Inspiration für seine fantastischen Skulpturen. Wenn mich jemand fragt, was das hier ist, sage ich immer, das ist die Hand eines japanischen Bergaffen. Die Leute glauben es mir eher, als wenn ich ihnen die Wahrheit erzähle. Das hier ist Planica, einer unserer einheimischen Bäume. Das ist Kaninchenpelz. Dort Schilfwurzel. Die Finger sind aus Weinstock. Und die kleinen Fingernägel stammen von den Zähnen vom Seeteufel. Und es eignet sich toll zum Kratzen. Die meisten von Sorans Werkzeugen stammen aus einer Zahnarztpraxis. Auch der Geruch erinnert an eine Wurzelbehandlung. Heute arbeitet er an einem Amulett. Das ist der Wirbel eines Delfins. Vor Jahren hat ihn mir jemand mal vorbeigebracht. Heute ist der Tag für ihn gekommen. Ich mache etwas Neues aus ihm. Die Form an sich ist sehr speziell und schön. Eigentlich würde die schon genügen. Aber ich werde etwas anderes daraus machen. Begonnen hat Zoran mit Knete, Steinen und Holz. Irgendwann entschied er, nur noch mit organischem Material zu arbeiten und entwickelte schließlich seine Vorliebe für Gräten und Knochen. Was ihn reizt, ist, dem toten Material eine verborgene Energie zu entlocken und in der Verarbeitung auch dem, was scheinbar Abfall ist, einen ästhetischen Ausdruck zu geben. Das ist eigentlich mein Geheimnis, aber es ist doch nichts Kompliziertes. Ich vermische die Reste des Arbeitsmaterials mit dem Kleber. Das heißt, im Grunde verwende ich den Knochenstaub zum Verkleben der Einzelteile. Und so einfach geht das. In seiner Umgebung scheinen Sorans skurrile Objekte nicht nur auf Zustimmung zu stoßen. Manch einer findet es pietätlos, dass sein Werkstoff von Lebewesen stammt. Wie ein Auge. Ich sehe darin nichts Schlimmes oder Schlechtes. Ganz im Gegenteil. Ich finde es schön, etwas, das als tot gilt und gegen das viele Menschen Aversionen haben,
neu zu erfinden und dadurch wieder lebendig zu machen. Das ist doch fantastisch. Kroatien, so sagen die Bauern, ist ein Land der geizigen Erde, ein Boden voller Steine. Um etwas anbauen zu können, mussten sie sie in mühsamer Handarbeit aussortieren. Die daraus geschichteten Trockenmauern spenden Schutz für die Pflanzen. Petar Bušiković hat von seinem Vater ein altes Ehrenamt übernommen. Von einem Wachturm aus sucht er die Insel nach Brandherden ab. Früher diente der Turm der Verteidigung. Von dieser Landspitze aus hat man den besten Blick übers Meer. So konnte man sehen, wenn feindliche Schiffe angriffen, und hat mit großen Feuern die Inselbewohner gewarnt, damit sie sich verteidigen konnten. Peter studiert Sportwissenschaften in Split. Die freiwillige Feuerwache kann er nur in den Semesterferien leisten. Aber dann braucht die Inselgemeinschaft sie am nötigsten. Denn der Klimawandel sorgt dafür, dass auch in Kroatien die Sommer immer trockener und heißer werden. Bis zu 8-mal im Monat kommt es zu Bränden. Hvar lebte lange vom Lavendelanbau, galt als Kroatiens blaues Eiland. Die ausgedehnten Felder bargen aber auch Gefahr. Denn seine ätherischen Öle machen den Lavendel leicht entflammbar. Immer wieder wurden Ernten fast vollständig vernichtet. Heute baut kaum jemand mehr Lavendel an. Ivan Saninovic kennt die Arbeit auf den Lavendelfeldern noch aus seiner Kindheit. Seine Eltern lebten in Split. Aber in den Sommerferien schickten sie Ivan zu den Großeltern nach Hvar. Vor 3 Jahren gab der Grafiker sein Büro in Split auf und zog mit seinem Hund Juppé auf die Insel. Das Dorf seiner Kindheit, Velograbie, galt lange als Europas größter Lavendelölproduzent. Jedes Mal, wenn ich nach Velograbie fahre, bin ich wieder aufs Neue fasziniert von diesem Ort, auch von seiner visuellen Kraft. Er erfüllt mich einfach mit Energie. Jedes Mal erlebe ich wieder ein neues Gefühl. Das Bergnest verfällt. Landflucht gehört zu Kroatiens drängendsten Problemen. Gerade noch 6 Menschen leben in Velograbie. Als Ivan nach Hvar zog, gründete er die Initiative Pjova mit dem Ziel, das alte Lavendeldorf zu retten. Er fand Mitstreiter und hat inzwischen 8 Publikationen über das Dorf herausgegeben. Die Bewohner scherzen, dass es jetzt mehr Bücher über Velograbie gibt, als Menschen in ihm leben. Ich werde wohl nie vergessen, wie ich bei der Lavendelernte fast täglich von Bienen gestochen wurde. Wahrscheinlich ist mein Blut durch die vielen Stiche jetzt eher lila als rot. Wo heute nur noch fahle Mauern stehen, lebte früher eine wohlhabende Gemeinschaft. An den Spuren der immer höher gesetzten Dachstühle kann man ablesen, wie sich der Ort dank des Lavendels vergrößerte. Ende des 19. Jahrhunderts wohnten in Velograbie 550 Menschen. Mit seiner Initiative hat Ivan schon einiges bewirkt. Aus dem alten Postgebäude wurde ein Vereinsheim. Jetzt renovieren sie das Schulhaus. Die Idee ist, daraus ein Kulturzentrum entstehen zu lassen. Musik.
Im Verein haben sich vor allem junge Menschen zusammengefunden, die wie Ivan in Velogradje ihre Kindheit verbrachten. Unter dem Schutt und Bergen von Abfall findet Ivan immer wieder Interessantes aus der Zeit, als das Dorf noch eine aktive Gemeinschaft war. Fußballpokale aus der Zeit seines Großvaters. Jedes Detail aus unserer Vergangenheit ist wichtig, denn es hilft uns, den Ort zu neuem Leben zu erwecken. Wir wollen alles in einer Art Ausstellung sammeln und so diese Relikte für die Zukunft bewahren. Ivan glaubt fest daran, dass durch die Arbeit des Vereins der Ort Zulauf gewinnen kann. Und irgendwann auch wieder Kinder in Velogradje die Schulbank drücken. Ein kroatisches Sprichwort sagt, wo Schwalben nisten, da kehrt das Leben zurück. Einmal in der Woche erfüllt sich Ivans Traum schon heute. Viele von denen, die weggezogen sind, scheinen an ihrem alten Dorf noch zu hängen und kehren zumindest zur heiligen Messe am Sonntag zurück. Auch der Priester reist an. Obwohl Ivan nur selten in die Kirche geht, verpasst er diese Zusammenkünfte fast nie. Die ehemaligen Dorfbewohner erzählen alte Heldengeschichten und tauschen neuesten Klatsch aus. Wenn sich das Dorf sonntags zur Messe füllt oder wir vom Verein ein Fest organisieren, ist mein Herz voll. Denn das ist die Vision, die wir als junges Team zum Leben erwecken wollen. Dass die Menschen und vor allem die Jugend wieder ins Dorf zurückkommt. Ivans Vision erfährt Unterstützung. Die Diözese Chwar hat angekündigt, dass sie auch künftig einen Priester schicken wird, damit die Pfarrkirche sonntags Anlaufstelle für die ehemaligen Dorfbewohner bleibt. Mia Peric wollte als Mädchen Eiskunstläuferin werden. Ein Traum, der im milden Klima von Split nicht zu realisieren war. Dann hörte sie vom Synchronschwimmen. Kein Tanz auf dem Eis, sondern im Wasser. 12 Jahre war Mia aktive Sportlerin. Es fiel mir schwer aufzuhören, aber man kann nicht alles machen. Ich habe einfach nicht genug Zeit. Hätte ich selber mit dem Sport weitergemacht, gäbe es keinen Trainer für diese Mädchen. Da habe ich mich eben für sie geopfert. Beim Training an Land arbeitet Mia mit den Mädchen vor allem an ihrer Gelenkigkeit. Beim Synchronschwimmen müssen die Sportlerinnen Bewegungsabläufe ähnlich dem Bodenturnen oder Ballett ausführen. Erst wenn die Mädchen bei der Trockenübung sämtliche Bewegungen perfekt meistern, können sie diese auch ins Wasser übertragen. Zuallererst müssen Synchronschwimmerinnen natürlich gut schwimmen können. Für den Sport ist es wichtig, dass sie Kraft, Ausdauer und Flexibilität besitzen. Außerdem üben wir Koordination und Rhythmus. Und dann brauchen sie noch Geduld und den Willen, schwere Aufgaben zu bewältigen. Das war's aber auch schon. Erste Trainingseinheit im Wasser, Hebefiguren. Mit einem Löffel gibt Mia den Takt vor. Du stehst so, anstatt so. Du musst es so machen.
Es gibt viele schwierige Elemente beim Synchronschwimmen. Wenn Sie Technik und Bewegung im Wasser beherrschen, ist das größte Problem, den Atem unter Wasser anzuhalten. Dazu müssen Sie dann noch lächeln, damit alles schön leicht aussieht. Das ist anstrengend. Viermal im Jahr erarbeitet Mia mit dem Team neue Choreografien. Um sich die Bewegungsabläufe besser einzuprägen, üben die Mädchen zunächst am Beckenrand. Im Wasser müssen sie sie ohne großes Nachdenken abspulen können. Die technische Umsetzung ist schon anspruchsvoll genug. Synchronschwimmen ist wundervoll, weil es eine Verbindung von Tanz und Wasser ist. Ich liebe beides. Nur eine Stunde von Split entfernt erhebt sich die Insel Brač aus der Adria. Sie birgt einen wertvollen Rohstoff, weißen Kalkstein. In über 20 Steinbrüchen auf der Insel wird er abgebaut. Seine marmorähnliche Struktur machte den weißen Stein von Brač seit jeher begehrt. Er wurde in Repräsentationsbauten auf der ganzen Welt verbaut, unter anderem im Weißen Haus in Washington. Bratscher Kalkstein ist vielseitig verwendbar und gut zu bearbeiten. Mindestens dreimal muss Boris Nisetic den Werkzeugstahl schmieden, damit dieser die erforderliche Härte erlangt. Boris ist der Letzte auf Brač, der die Werkzeuge der Steinmetze von Hand herstellt. Heute ist die industrielle Fertigung von Hammer und Meißel günstiger. Seine Arbeit wird unter Steinmetzen in ganz Dalmatien geschätzt. Doch auch seine hochwertigen Werkzeuge sind nur eine begrenzte Zeit benutzbar. Es hängt immer davon ab, wie intensiv die Steinmetze damit arbeiten. Manch einer kann es nur 5 Tage benutzen oder nur 3 oder auch 10. Es kommt auf die Arbeit und natürlich auf den Stein an. Alleine im Gestein auf Brač finden wir 20 unterschiedliche Härtegrade. Tonci wurde auf Brač geboren. Sein Heimatort Pučišća liegt direkt neben einem Steinbruch. So lag es nahe, sich für eine Ausbildung zum Steinmetz zu entscheiden. In Pučišća steht die bedeutendste Steinmetzschule Kroatiens. Ich habe mich für diese Schule entschieden, weil ich Steine liebe. Ich habe immer schon davon geträumt, so einen Beruf zu haben, bei dem es um Steine geht. Es ist sogar mein Hobby. Wenn es mir langweilig wird, gehe ich hinaus und bearbeite Steine. Die Steinmetzschule von Pučišća gibt es bereits seit über 100 Jahren. Heute ist sie die einzige in ganz Kroatien. Die Jugendlichen lernen nicht nur handwerkliche Dinge. Sie müssen sämtliche Schulfächer belegen. Fremdsprachen genauso wie Naturwissenschaften. Nach 4 Jahren schließen sie ihre Ausbildung mit Fachabitur ab.
Für mich sind die schwierigsten Fächer Konstruktionstechnik und Mathematik. Das Gute an dieser Schule ist eindeutig der praktische Unterricht. Der macht mir Spaß und ich bekomme sogar noch Noten dafür. Im praktischen Unterricht geht es vor allem um Bearbeitungstechniken. Tonzi und seine Mitschüler arbeiten an mehreren Objekten gleichzeitig. Eine Aufgabe, die gar nicht so leicht ist, wie sie scheint. Aus einem Steinblock einen perfekten Würfel mit glatten Oberflächen herauszuarbeiten. Am Anfang erscheint das Werkzeug gar nicht so schwer. Doch dann fangen die Hände an lahm zu werden oder der Rücken. Es hängt immer ein bisschen von der Körperhaltung ab. Aber nach 20 Minuten Pause geht es meistens wieder. Professor Nisetic führt die Jugendlichen an den harten und gleichzeitig fragilen Naturstein heran. Mit der Zeit wird es leichter. Aber gerade am Anfang ist es sehr schwer für die Schüler. Viele von ihnen wollen irgendwann kapitulieren. Aber sie müssen beharrlich sein, dürfen nicht aufgeben. Tonzi will nach seinem Abschluss in Split Restauration studieren. Sein Zukunftswunsch ist es, historische Gebäude und Kunstwerke zu konservieren. Kroatischen Inseln ist Vis vom Festland am weitesten entfernt. Im sozialistischen Jugoslawien war sie Sperrzone und wurde als militärischer Außenposten benutzt. Die Bunkersysteme erzählen noch heute davon. Auch der Partisanenführer und spätere Staatschef Tito hatte ab 1944 auf Vis sein Hauptquartier. Der U-Boot-Bunker wurde noch im Balkankrieg genutzt. Erst seit 1995, nach dem Zerfall Jugoslawiens, wurde die Insel für die Öffentlichkeit wieder freigegeben. Die Gewässer um Vis sind bekannt für großen Fischreichtum. Die Fischer aus Komiža galten über Jahrhunderte als die besten Sardinenfischer Dalmatiens. Josko Bozanić ist geborener Komišaer. Der Professor für Philosophie hat einen Lehrstuhl für Traditionsforschung an der Universität Split. Bozanić arbeitet über den Alltag und die Schiffsbaukunst der Seefahrer seines Heimatortes. Mindestens 3 Tage in der Woche verbringt er auf Vis. Ich liebe die Insel, weil ich hier geboren wurde. Ich lebe hier. Hier sind die Erinnerungen meiner Kindheit und auch das Boot, dem ich mein Leben gewidmet habe. Das ist meine Liebe. Die Seeleute aus Komiža entwickelten in der frühen Neuzeit für den Fischfang einen eigenen Bootstyp, die Falkuža. Sie hat herausnehmbare Seitenteile. Beim Fischen wurden sie demontiert. So ließen sich die vollen Netze leichter an Bord ziehen. Zum Rudern und Segeln auf hoher See setzte man sie wieder ein. Die Falkuža war dadurch schneller und seetauglicher als andere Fischerboote. Mit diesem Boot segelten die Fischer aus Komiža um die Wette zu den besten Fischgründen im offenen Meer. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts jedoch wurden zum Fischen zunehmend Trawler eingesetzt. Als ich
Als ich als junger Professor auf die Insel zurückkam, hörte ich von diesen Booten. Ich wollte sie restaurieren, aber es gab sie nicht mehr. Die letzte Falkuja war vor der Insel Bischewo gesunken. Ich organisierte ihre Bergung. Ich wusste, es war die letzte Falkuja. In der tausendjährigen Geschichte von Komija war sie die letzte. Das Wrack war nicht restaurierbar, aber es gab Osanitsch die Möglichkeit, eine Falkuja originalgetreu nachzubauen. Wenn die Crew im Frühjahr ihre erste Ausfahrt macht, ist das ein Abenteuer und eine Belastungsprobe fürs Material. Unglücklicherweise ist unsere Latina gebrochen. Die Latina ist dieser lange Mast hier. Er ist geknickt, der Wind ist ungewöhnlich stark. Aber wir werden sie auswechseln. In einer alten Fischfabrik hat das Team seine Werkstatt. Im Materiallager findet sich für die Falkuja ein Reservemast. In früheren Zeiten segelten die Fischer meist in Verbänden. Denn in den adriatischen Gewässern wimmelte es nur so von Piraten. Sie griffen die Inseln an, überfielen Handelsschiffe und raubten den Fischern ihre Fänge. Mit diesem Projekt, meinem Boot, möchte ich den Fischern von damals etwas zurückgeben. Ohne sie würden diese Inseln heute nicht mehr zu Kroatien gehören. Über ein Jahrtausend waren diese Fischer die einzigen, die es gewagt haben, so weit draußen zu segeln. Dies ist für sie. Osanitsch hat vor, eine Segelschule für Falkujas zu gründen. Kroatien ist ein Land, das vor großen Veränderungen steht. Eine Gesellschaft, die ihre Kultur und Tradition modernisieren und neu interpretieren will.